Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. In der letzten Folge haben wir Episode 5 angefangen und uns ein bisschen hier auf der Basis von Hoff umgeschaut. Und ja, wir sind hier gerade mitten dabei, Lukes Speeder startklar zu machen. Aber wir schauen uns natürlich nur so ein ganz klein bisschen um, ne? Weil ich ja immer noch hier so ein paar Sachen nebenbei finde und so, ne? Und ja, wenn ich sehe, oh, das dauert nur ein paar Sekunden, dann schnapp ich mir natürlich, ne? Wie zum Beispiel hier. Was war das hier? Ach ja, grün, gelb. Okay, das hat die Kombination. Das haben wir schon mal versucht, ne? Ich glaube, das hatten wir schon mal versucht, ne? Also. Ja, guck mal hier. Na. Dann baue ich ihn wieder zusammen. Boom. Bogdameister. Oh. Alles klar. So. Gut. Sollen wir noch weiter erkunden? So ein bisschen. Ja, ne, immer so die ersten 10 Minuten, würde ich sagen. Ne? Das ist schon meine 4. Aufnahme heute. Also 4 Stunden, die ich heute schon am Aufnehmen bin. Aber ich will mal so ein bisschen im Bulk aufnehmen, ne? Einfach nur, weil ich keine Lust habe, dieses eine Debakel beim letzten Mal sich wiederholt, ne? Wo irgendwie, keine Ahnung, wo mein Internet auf einmal weg war und dann hatte ich irgendwie, ich meine, das hätte sowieso nichts daran geändert, dass ich die Parts nicht hätte hochladen können, ne? Ja, warte mal, ich hatte doch Internet, aber das war voll langsam, genau. Ja, ich habe keine Lust, dass das schon wieder passiert, ne? Und ich sitze dann da mit keiner den Part, ne? Den ich hochladen kann oder freischalten kann. Und dann setze ich wieder da. Da muss ich hier machen. So. Für irgendwas hier muss ich machen. Um wem hat sinnlose Zerstörung all meine Probleme gelöst? Macht das auf. AT-ST. TIE Fighter habe ich gesehen. AT-AT. TIE Bomber. Da war die Reihenfolge gerade. Richtig die Reihenfolge, ja. Sehen ATST. ATST, TIE Fighter. Oder? TIE Fighter. ATAT. Boom. Ich wusste es. Sehr anschaulich. Gott. Ja, ist so zerdeppert wieder. Ich liebe es. Ausgezeichnet. Schon cool, so mit der Macht, ne? Nachdem man die bekommen hat. Ich war Luke. Schön. So, was haben wir denn hier bald noch? Der Schrottsammler mit Gleiter, den ich nicht habe. Warum auch immer. Ich glaube, da ist jetzt wieder diese Tür mit dem Schrottsammler. Ne, also ich brauche irgendwie 4 Schrottsammler. Hier ist eine Tür. Hey. Okay, schon geöffnet gehabt.
Ja, war ich doch gerade. Boah, warum war ich schon wieder zu? Jetzt war. Ich weiß gar nicht, was dieses Zeichen da sein soll. Ich würde mal gerne sehen, was das ist, damit ich vielleicht irgendwie so ein, vielleicht so eine Ahnung hätte, was ich da mache. Mein Gott. Ich nehme einfach mal an, ich kann noch nichts machen mit den Schrottsammlern, ne? So, sollen wir ja weggehen? Wir gehen hier weg, ne? Mit den ganzen Schrottsammlern muss ich sowieso hier nochmal hinkommen. Na, bringt es jetzt hier nicht so. So, außer hier, aber das hier. Das ist diese verkabelte Tür, dieser Protokoll-Druide letztens erwähnt hat, ne? Okay. Kann ich hier mit irgendwas interagieren? Ich habe die Türen, die sind alle verkabelt. Ja, kann ich bestätigen. Was muss ich hier machen? Geh mal raus hier. Wir müssen zum Dagobah-System, ne? Also mach mal das mal, ne? So, R2 einmal reparieren. Ja, glaubst du mal selber nicht, ne? Oh. Krieg ich trotzdem den Steinebonus? Nee, ne? Aber irgendwie sinnlos, ne? Wozu sollte es den? Wäre ein bisschen sinnlos, ja, wenn ich den das Zeug überspringen kann und trotzdem den Sternebonus dafür bekomme, ne? Aber ja, irgendwie weit nicht. Auf den Weg, Ach so, ja, wir müssen erstmal die Schlacht hier machen, genau. Weil er gerade schon gesagt hat, hier Dagobah. Angriff auf die Echo-Basis. Use the Force. Go. Run to Dagobah. Run to Dagobah. Go to Dagobah. Luke. Ah, kennt ihr das? Da. Ah, da sind sie. Die AT-ATs. Imperiale Kampfläufer gesichtet. Echo-Station, right here. Schon wieder hinter dem Schiff. Yay! Natürlich ist er eine zweite Person, ne? Für zwei Spieler. Ich habe schon wieder vergessen. Hier ist Renegar 2. Wir haben hier einige ATSTs und Schneetruppen, die etwas kalt sind. Einfach auf die Echo-Basis. Setzen wir ihn ein. Verstanden, Renegar 2. ATA-Trick. Du Angeber. Liegt zwischen den Füßen eines ATA-Dies. Alles klar. Weil ohne dass sie das Seil reißt, schießt das Zelt ab, ohne besiegt zu werden. Oh Gott. Uff. Ja, geh mal weg. Das ist eine geile Schlacht, ne? Hier auf Pott. So viel dazu. Aber das war erst der Anfang. Bin ich gerade gestorben?
Ich weiß es nicht. Ich sah so aus, als wäre ich gerade irgendwie in den Rhein gerannt. Bin mir nicht sicher. Aber die sind noch gar nicht hier, ne? Die AT-ATs. Ich dachte, mit dem nicht besiegt werden, dann habe ich schon vermasselt. Oh mein Gott, die laufen alle synchron. Na, um die Sternzerstörer, die gehen alle kaputt. Niau. Dinger. Was ist das denn? Hey. Einfach so rausgibt. Da krieg ich schon richtig irgendwie Bock, hier wieder Battlefront zu spielen oder so. Ah, Vorsicht, Kollege, Vorsicht. Ich kann schon weiter fliegen. Ne. Jetzt mal die ATST ist erledigen, ne? Gut gemacht, Renegatenstaffel. Luke, du musst diese ATATs aufhalten. Die Basis hält nicht mehr. Das sind bestimmt die 800 Euro, Leute. Und die sehen nicht so aus wie meiner. Keine Ahnung, 3PO. Meiner hat nicht so ein rotes Licht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, der war riesig. Okay. Eine Sekunde, Leute, ich komme. What's up? Okay. Ja, wem? Wer schießt auf mich? Niemand mehr. Alles ist tot. Das ist unser erster AT-AT. So, ich nehme an, da kommt irgendwie so ein Quicktime-Event oder so. So. Erstmal da durch. Ganz langsam, ganz langsam. Na. Nein, okay. Also das mit dem Sterben wird leider nichts mehr, ne? Aber damit den durch die Beine fliegen, müssen wir dann machen, ne? Ja. Höre lacht. Da muss ich das während den Kabel irgendwie so machen. Nein, nein, nein! Komm! Will euch sagen, dass ich das nicht schaffe. Dann. Nein, 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 ja. Boah. Okay, so, wie mache ich das mit dem Ding dann jetzt? Also warte, ich habe gerade gesehen. So, jetzt muss ich das nur. Okay. Okay, die eine Herausforderung habe ich leider nicht geschafft, mit dem nicht besiegt werden, aber habe ich mir schon irgendwie gedacht, so in Verbindung mit dem hier durch die Beine fliegen, ne, wird wahrscheinlich sehr, sehr riskant werden, ne? Deswegen habe ich mir da nicht so große Hoffnung gemacht, dass ich das schaffen werde. Aber hey, wir haben die Mikro-Dinger. So, da sehe ich irgendwas. Boom. Oh Gott. Aber er hat eine Sternzerstörer als Mikroversion.
Das ist gar nicht so einfach irgendwie. Boom. Ich glaube, das ist sogar 800 Euro Läufer, ne? Weil er hat so rote, er hat so rote Licht da, irgendwie so ein rotes Front irgendwie. Aber meiner hat nicht so ein rotes Licht, so bei dem, so vorne am Visier. Da komm, so, darf ich das eine nicht verfehlen? Gott, ich muss mal links und rechts fliegen, um Kreise zu erreichen. Aber ich kann irgendwie gar nicht erkennen. Ich kann manchmal gar nicht die Entfernung irgendwie erkennen von den Dingern. Da war nicht einer der Herausforderungen in Sachen. Ich darf nicht, ich habe das Ding nicht reißen lassen. Habe ich doch schon zweimal geschafft, ja. So. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, rückblickend betrachtet war es nicht so eine gute Idee. Ich glaube, so Panzer auf vier Beinen irgendwie zu machen, ne? Ist ja klar, hat man sich dann nur auf die bringt die RTs zu Fall, ohne dass das Seil reißt. Habe ich doch. Ach, alle AT-ATs. Alle AT-ATs. Okay. Ja, dann habe ich das bis jetzt noch geschafft, ne? Hab mir ins Gesicht geschossen. Und da kippt er um. Und wenn ich einfach nur auf die Beine schießen können, ich glaube, das wird doch schon gereicht, ne? So dünn wie die sind. Oh mein Gott, ich bin irgendwas reingetreten. Hey, geht's dir gut? Geben Sie das Evakuierungscode-Signal. Kommen Sie, es ist aus. Oh Mann. Ja, Han Solo weiß Bescheid. Das sieht so merkwürdig aus, die Dinger sind. Wenn die Dinger sich so bewegen. Transporter sofort starten. Wir erreichen euch nicht mehr. Ich bringe die Prinzessin mit dem Falken raus. Kommen Sie. Aber wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie zurück. Oh Mann. Oh, geht schon direkt hier weiter. Angriff auf Echo Basis. Ja, lass mich doch kurz meine. Okay, ja, da hätte ich einfach nicht sterben sollen, aber ja. Ja, Mikro, Sternzerstörermodell. Zum Falken. Jetzt sofort. Oh mein Gott. Jedenfalls nicht in der Cafeteria. Dann haben wir Leia's Hot Design. Ich fand die Episode 4 Design immer noch am ikonischsten. Mit diesen Zimtwaffeln. Diesen Zimtschnecken als Frisur. Ja. Aus dem Weg. Wir haben es eilig. Ich glaube, wir sollen Leute sein, ne? Ich habe so langsam meine Zweifel, was die strukturelle Integrität dieser Basis angeht. Ich glaube, wir sollten Gegner sein, irgendwie, ne? Kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Oh Mann. Lol. Kann er schon wieder sein? Kann er schon wieder sein Ding da, sein Lichtschwert da durchstecken wollen?
Okay. Nochmal. Wer bist du? Er stand so irgendwie so unbeweglich da. Und jetzt wirst du wohl genau ich lang muss, ne? Ich finde, obwohl ich glaube von jedem Charakter ist irgendwie das Episode 4 Design am besten. Nee, eigentlich nicht. Ich finde Lukes Design in Episode 6 am besten. Ja, das ist ein ikonischster Style halt, ne? Da tun viele irgendwie hier zustimmen, ne? Kam direkt auf mich zu. Bonk. Boom. Was ist das? Wieder mal direkt auf mich zukommen, ey. Wenn wir schon bereit hier mal direkt zu meschen, ja. Langsam habe ich es gelernt. Ruhe. Der Hangar, gelobt sei der Erbauer. Hey, mit dem bin ich hier meinen Jedi-Nacht rumgelaufen. Mit diesem Design. Glaube ich. Ich habe mich immer nicht Jedi genannt. Ich halt so einen normalen Piloten gespielt habe, ne? Aber irgendwie Leute haben mir mal gedacht, ich habe mich verschrieben und haben mich Knight Jedi genannt, glaube ich. Dem Multiplayer von Jedi Knight 2. So, ich nehme mal, wir gehen in die nächste Level, ne? Doch nicht so. Gib Gas. War da gerade ein Gang gehen? Keine Sorge, Erzo. Wir sind gleich weg hier. Geht schon los. Okay. Vorbereiten auf noch eine Level. Die kommen immer näher. Ach ja? Aufgepasst. Ich hatte bereits bemerkt, dass der Hyperantrieb beschädigt wurde. Wir können nicht auf Lichtgeschwindigkeit. Na toll, aber wir können sie ausmanövrieren. Oh, noch eine Fluglevel. Oh. Okay, Chu. Bereit? Festhalten. Festhalten. Das könnte holprig werden. War Jedi. Ach, echt. Halt, oh, jetzt wird hier angehalten. Das ist ja sehr nett von euch. So, was wollte ich gucken hier? Sag mir nie, wie die Chancen stehen. Schuss während der Verfolgung durch das Asteroidenfeld nicht mit den Asteroiden zusammen. Oh Mann. Zerstöre 5 Teiljäger mit Proton-Torpedos. Und schließt das Scharmützel mit dem Todesstern ab, ohne zerstört zu werden. Oh Mann. Sehen Sie? Ich bringe uns hier raus. Kein Problem. So, TIE Fighter mit. Erstmal brauche ich Torpedos, ne? Erstmal brauche ich ein paar, ne? Oh. Uns verfolgen noch immer weitere drei Jäger. Aber weniger als vorher. Das ist doch ein Fortschritt. Wow. Nein, nicht nach oben. So, ich sehe ja irgendwie gar keine. Doch, da sicher. Dann haben wir da Mikro-Dingen. Okay. Was hat? So richtig cool, so einen will ich im Lego haben. Ich weiß, es gibt auch verschiedene Versionen von Stern zerstören. Es gibt zum Beispiel hier den Executioner, glaube ich.
gibt ja, weiß nicht, Palpatines persönliches Schiff, es gibt Vaders persönlichen Sternzerstörer. Also müssen wir ihre Radarschirme abschießen. Ich glaube, die sind sogar billiger als der normale Sternzerstörer. Große Reichweite. Normale Lasergeschütze können ihnen nichts anhaben. Du musst sie mit einem Protonentorpedo erwischen. Aber ich will so einen ganz normalen. Bist du mir ein Protonentorpedo? Bist du lila? So, jetzt muss ich 4 TIE Fighter damit erledigen. 4 oder 5, weiß ich nicht. Was ist das? Ja, genau so einen möchte ich haben. Ne? Wie gesagt, es gibt irgendwie dutzende Versionen von Sternzerstörern, ne? Und sogar irgendwie, keine Ahnung, so. Oder irgendwie so, keine Ahnung, so ein der Sternzerstörer von Vader oder von Palpatine und so gibt es natürlich. Die sind sogar billiger, glaube ich. Aber ich will so einen ganz normalen, ikonischen Sternzerstörer haben in Lego. Und die sind leider viel teurer und seltener zu kriegen irgendwo. Oder? Ja, ich nehme an, weil die Sternzerstörer halt ikonischer sind, ne? Wenn du fragst den Star Wars Fan so, oh, was ist ein Sternzerstörer? Also, ne, einige können dir vielleicht sogar sagen, oh, sind diese dreckigen Schiffe, ne? Ja, wenn auf irgendeinen anderen, aber dann gehst du auf irgendeinen anderen los und fragst irgendwie so, oh, was ist ein Next Executioner oder so, ne? Das ist ein bisschen ein Executioner, ne? Da fragen die sich auch so, was? Sagt mir nichts, was soll das denn sein? Ja, wie auch immer die heißen, ne? Ein paar Namen kenne ich ja noch hier von Empire at War. Die Victory Kreuzer oder so heißen die, glaube ich, ne? Die sehen fast genauso aus, nur ein bisschen anders. So, ich brauche immer noch meine Torpedo mit den. Ich weiß nicht, ob die überhaupt zählen, ne? Das sind ja nicht direkt TIE Fighter, das sind ja TIE Bomber, ne? Doch, zählt, alles klar. Weiter geht's. Wer ich am gewinnen? Kämpft ja auch so. Okay. So, ah, ich habe halt eine erreicht, ne? Ohne zu sterben, ne? Oh Gott. Oh. Oh, das sind die Asteroiden, die ich aus dem Weg gehen muss, nehme ich an. Asteroiden. Chewie, Kurs 271. Nein, du Pelzvieh, 271. Ja. Ah, wie heißt das Spiel nochmal? Wollen Sie etwa mitten durch ein Asteroidenfeld? 271. Ich nehme an, das ist eine Anspielung an irgendwas. Gab es nicht ein Spiel, das hieß Asteroid? Die Chancen, unbeschadet am Asteroidenfeld zu durchfliegen, sind. Sag mir nie, wie die Chancen stehen. Ja, er hat's gesagt. Ich kann nicht glauben, dass wir das nicht tun. Das hatte ich heute Morgen auch noch nicht auf dem Plan, Prinzessin. So, ich darf nur noch einen Asteroiden rammen, ne? Kein Problem. Boah. Ist doch kein Problem, oder? Ich weiß nicht wieso, aber der erinnert mich hier gerade an den finalen Kampf von Crash Bash. Das Crash Bandicoot Party Spiel. Wo man ja Nitrous Oxide hier verfolgen muss. Kann ich dann zurückfliegen? Ne. Oh nein. Oh, muss ich das abschießen? Ja. Ich werde da jetzt voll drauf. Oh nein. Ja, super. Nein, natürlich wollte ich das nicht. Ich konnte jetzt nicht mehr abdrehen, weil ich konnte irgendwie nur, ich werde so irgendwie gezwungen in die Richtung zu fliegen, leider. Ah, egal. Und beim nächsten Mal. Ah. Beim nächsten Mal muss ich halt nicht darauf achten, hier noch alles einzusammeln, ne? So. Auf hier. Aus dem Weg. Ah. Oh, den hier. Ja, zweimal schaffe ich das. Oh Mann. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was als nächstes kommt. Ja, genau.
mit dem Riesenwurm, ne? Mit der Höhle da. Stimmt, ist der Episode war das. Oh Gott. Nein. Okay. Hab ich da irgendwie geschubst oder so? Der Rand der Level oder so. Ja. Sehen wir uns das mal an. Weiß nicht, dass ich hier durch Lego Star Wars hier mein Star Wars Wissen auffrische. Dichter? Das sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Nein, ein sehr bekannter Beruf, Dichter, ne? Keiner. Ich hoffe es auch. Währenddessen. Alles in Ordnung, R2. Ich nehme nur einen anderen Kurs. Ich nehme Kurs aufs Dagobah-System. Okay, sag mir nie, wie die Chancen stehen. Block. Ein Spiel freigeschaltet. Was die Ruinen. Nein, ein Ding habe ich verpasst. Was hat der TIE Fighter, der X-Wing von Luke? So, was haben wir denn hier noch alles? Hey. Hey, du. So, hier geblieben. Ah, endlich wollte ich antworten, dass jemand auf meinen Hof. Ich sitze schon ganz weit hier fest. Ich wollte gerade Leute, die vom Imperium flüchten, nach Yavin 4 bringen, als der Antrieb plötzlich rumgezickt hat. Der Antrieb kann repariert werden, wenn das Imperium mir angreift, sind die Leute erledigt. Du musst sie nach Yavin 4 bringen, und zwar schnell. Kriegst du das hin? Klar. Okay, dann steig mal alle um. Flieg so schnell du kannst nach Yavin 4 und lass dich unterwegs nicht vom Imperium abschießen. Wäre schade drum. Oh. Nun rennen, nun. Sagt mir irgendwie was, der Name. Ja. Ich weiß sowieso noch nicht nach Dagobah gehen. Ich mache mir mehr Sorgen über uns in dieser Kiste hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich müsste mal... Ich wollte den Part irgendwie so auf Hot hier fokussieren, ne? Jetzt nicht noch Dagobah hier so da reinpacken, deswegen wollte ich hier erstmal noch, weil nicht... gucken, was ich noch erledigen kann, ne? Auf Hot oder irgendwie sowas. Oder auf Yavin. Bevor wir nach Dagobah gehen. So. So, ich hoffe, ihr Kollegen habt noch Zeit für ein Rennen, ne? Bevor wir nach Yavin gehen. So, Nut Gunray. Der Name sagt mir was. Ist er nicht auch ein Jedi? Gunray. Der Name sagt mir was. Den habe ich irgendwie letztens irgendwie gehört, sogar irgendwo. In irgendeinem Video oder so. Startet mich hier in so einer komischen Position, ne? Oh Gott, wo ist der letzte? Da unten, perfekt. Oh Gott. Okay, cool. Andere. Okay, ist aber kein Jedi dann. Doch, ich kann auch gar nicht. Nein. Müssen wir trotzdem nach Dagobah gehen, ne? Was hat denn hier? Ist hier so ein goldener Typ, den ich abknallen muss? Oh, ja, besser. Die werden wir übrigens nicht aufgelistet, glaube ich. Die werden wir übrigens bei den Herausforderungen oder so gar nicht aufgelistet. Oder ist das Traumrenner? Ah, doch. Rebellen auf Eis. Oh, das ist eine ganze. Ja, hier kommen nur die ganz großen Dinger. Okay. Ah, jetzt bin ich schon wieder nicht im freien Spiel, ey. Aber kann ich auch.
Aber ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Ich kann ja irgendwie zum Hauptmenü und dann zum freien Spiel gehen, ne? Ich weiß es nicht. Lass mal die Kollegen nach Yavin bringen. Da muss ich hin, alles klar. Budasch. Ich nehme an, wir werden dann angegriffen, so wie damals mit dem einen Kollegen. Ja. Joa, wusste er das bloß. Bloah. Was ist da draußen los? Ist denn gefährlich? Keine Angst, Alte. Ich habe alles im Griff, ne? Ja, irgendwie lustig, irgendwie bin ich die, wie ich die hier so in so eine Kiste ja durch die Gegend hier manövriere im Weltall. Ah, kommt er. Kein Problem. Okay. Zone abgeschlossen. Ja, war es aber noch nicht, ne? Letztes Mal kam auch irgendwie 3-4 Kämpfe hintereinander. Ah, hier sind die ihnen entkommen. Wie einfach. Oh nein. Boah. Dann schenkt mir doch direkt irgendwie 100 von denen. Statt mich hier mal in so ein Ladebildschirm reinzupacken. Okay. Ja, okay. Ja, ich warte noch. Danke. Was zum? Wir sind schon gestorben, bevor ich überhaupt geschossen habe. Ich meine raus. Wo ist er da? Hey, wo ist er da? Wo ist er da? Da ist er da. Da bist du. Da bist du. Okay, der hat wieder von diesem einen Hund, der wie so ein TIE Fighter schreit. Oh, oh. 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 Ich habe das Gefühl, ihr werdet es einfach nicht kapieren, ihr imperialen Idioten. Na gut. So. Ja, das ist schon vier. Warum sind denn vier von denen schon tot? Boah. Sogar die Kiste dreht sich. Was ist da draußen los? Wow. 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 Hallo? Danke. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Und überall anders hin. Wenn du Glück hast, bleibt dein Gesicht noch erhalten. Fliegt irgendwo so im Weltraum herum. Mein Gott, so viele Weltraumschlachten, die da in Star Wars passieren, da müsste meinen irgendwie im Weltraum fliegen voll viele Leichen herum, ne? So wie bei Freezer in Dragon Ball Z, ne? Nach dem Kampf auf Namek, der flog ja auch einfach nur so im All herum, ne? Bei den Trümmern von Namek, so stelle ich mir halt irgendwie vor. Aber so ein Friedhof irgendwo im All. Alle Überlebenden dabei? Nein, hat uns Bescheid gegeben.
Nicht so schnell, Rebellen. Machen wir erst diese Imperialen kalt, dann reden wir. Wieder. Mein Gott, eiskalt, ey. Machen wir erstmal die Imperialen kalt. Ich dachte, das wäre ein Spiel für die ganze Familie. Ja, das habe ich. Da hast du recht. Bäh. So, ich habe so quer Barney nicht erledigen musste. So, ich habe schon, ne? Na, Steinchen. So, wo denn? Wir sind unsere andere. Hier, die. Wir sind so viele neben. Wir sind so viele Plätze mit. Hier. Ja, alles klar. Oh. Machen da eine Korvette. Ich habe nicht so für den Raum für die Raumschlacht hier geplant, ne? Feuer start. Aber die ganzen roten Dinger hier. Ich habe überall rote Dinger, die mir angezeigt werden. Ja, ich glaube nicht. Guck mal da. Boah, wie viele da noch sind. Die sind überall. Mehr Stück. Hier geblieben. Rede mit mir. Hallo? Rede mit mir. Du kannst mir nicht entkommen. Du hast es also geschafft. Gut gemacht. Den Motor konnte ich ihn nur reparieren. Sobald ich nun mehr von den Überlebenden voll gelabert wurde. Ich weiß, das war gemein. Sie haben viel mitgemacht. Sehen wir zu, dass sie auf dem Plan eine neue Heimat finden. Danke für deine Hilfe. Nun rennen, nun. Okay. Ach, da ist dieser eine Typ hier. Ja, schau mal, der hat doch noch. Dieser eine Typ, der ja auch in der Raumschlacht mitgekämpft hat, ne? Dieser Maske, ich habe ihn gar nicht erkannt. Dieser eine Typ, der irgendwie, der immer irgendwie so komisch redet, immer so. Ich nehme an, wir landen auf Dagobah oder im Weltraum von Dagobah. Das ist auch noch was, sehe ich gerade. Damit ich hoffentlich irgendwie frei spiele, irgendwie so freischalte, ne? Und nicht mit hier Luke die ganze Zeit festsitze. Na, guck mal. Wow. Obi-Wan sagte, wir würden auf Dagobah einen Jedi-Meister namens Yoda finden, der mich ausbilden könnte. Na, jetzt habe ich alle Charaktere wieder. Ich habe keine Erstätigung für technische Einrichtungen registriert. Aber eine massive Anzeige von Lebensformen. Irgendwas Lebendiges muss dort unten sein. Ich dachte, wir waren gerade schon im Raum von Dagobah. Ha! Wir waren schon gerade so im Weltraum von Dagobah. Anscheinend nicht. Ich nehme an, wir waren nur auf Yavin oder so. Ne? Nee, nee, kann ja gar nicht. Sonst hätten wir ja die einen Typen nicht einpacken müssen. So, jetzt sehe ich noch zwei Quests. Einer ist wahrscheinlich wieder so ein Typ, den ich abknallen muss. Ne? Boom. Da bleibt ein bisschen. Wenn du dieses Goldstück haben willst, musst du mich erstmal fangen. Hab dich erledigt. Nein, okay, ja, da machen wir ja auch noch eine Quest. Jedi Meister Yoda. Ja, bist du. Klingeling, ihr seid der 100. Anruf und gewinnt einen fabelhaften Preis. Die absolut einmalige Gelegenheit, überforderte Rebellenpiloten vor ihren frühzeitigen Ende zu bewahren. Aber nur solange der Vorrat reicht. Beeilt euch. Immer jetzt den Umrissen. Den unsrigen geht es an den Kragen. Behalt euch bitte. Alles klar.
Ausgezeichnet, hier entlang, um einen Preis zu bekommen. Lasst euch nicht abschießen. Das ist Mustafa. Ja, so geil, die Planeten hier so überall sichtbar sind. So, jetzt kann ich die ganzen Charaktere auch freischalten, ne? Ja, an den kann ich mich null erinnern. So, wie viele Versionen von Leia gibt es noch? Ja, Episode 6 gibt es auch noch. 7. So, ich habe doch gerade hier neue Charaktere freigeschaltet. Hier ihn. Was zum Loot Gunray. Ist nicht noch viel zu viel. Ach, er ist das. Boah. Ich wollte schon. Ich weiß nicht, warum ich an Nedi jetzt gedacht habe. Wisst ihr, ich kenne den seinen Namen. Das sieht nicht gut aus. Wenn es so weitergeht, dann. So, aber warte mal, ist das hier irgendwo? Das ist ein guter Trick übrigens. Ach, zwei muss ich retten hier. Einer in einem A-Wing, einer im X-Wing. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie ein A-Wing aussieht, ja. Okay, irgendwie haben die... Irgendwie waren schon vier Stück von den Tod oder so, als ich hingekommen bin, glaube ich. So, da war schon. Danke für die Hilfe. Wir sollten uns trollen, bevor noch mehr von ihnen. Habe ich was von Rollen gehört? Oh, der macht mich wahnsinnig. Ja, ne, früher hat man Trollen irgendwie anders benutzt, ne? Ja, troll dich weg, ne? Herzlichen Glückwunsch, da ihr die Bedingung für diesen Preis erfüllt habt, bekommt ihr einen weiteren. Und zwar diesmal einen echten Preis. Und jetzt muss ich meine Enthusiasmus Schmidt warten lassen. Rebellen in Not. Geschütztechniker Imperium. Imperiale Geschütztechniker, die am Bord der beiden Todessterne zu finden waren. Und da kam schon zu uns mit den. Ja, ich habe letztens irgendwie so ein Video gesehen. Von so einem, der Typ, der irgendwie den Todesstern irgendwie hier. Den ersten Todesstern, glaube ich, bedient hat, ne? Der hat irgendwie anfangs gezögert, weil er halt nicht einen weiteren Planeten zerstören wollte, ne? Und natürlich ist immer noch unten rechts. Stand mir in die Seele. Ja, ich habe irgendwie so ein Video gesehen von dem Typen, der irgendwie den Todesstern bedient hat, der den Schalter hier gedrückt hat, damit der Todesstern hier schießt, ne? Und der hat irgendwie die Rebellen gerettet, weil er irgendwie genug Zeit noch geschaffen hat oder noch genug Zeit geschnitten hat, bevor der gefeuert hat, ne? Ich gehe nochmal auf Gott zurück. Gibt es noch irgendeine Weltraummission irgendwo? Hier ist noch eine Weltraummission. Lass mal dahin gehen. Ich habe irgendwie so Bock auf so Weltraummission. Und ja, weil er halt irgendwie gezögert hat, den abzufeuern, konnte Luke den irgendwie töten, den Todesstern zerstören, bevor der Todesstern abfeuern konnte. Also hat der hat indirekt die Rebellen gerettet. So, irgendwie sehe ich hier aber nichts. Steinchenkomet, Rennen abgeschlossen, Schichtenlevel abgeschlossen. War ich dann schon lange nicht mehr Coruscant. Immer schon. Weltraum über Yavin, Weltraum über Kashyyyk. Über Kamino, lass mal reingehen. Wenn nicht, dann gehen wir zurück auf Hot. Ich hoffe, Anhieb nichts finde, ne? Aber schon die Hälfte von Episode 5 auch schon abgeschlossen, ne? Innerhalb von ein, zwei Parts.
Dann gehen wir zurück nach Hot. Ne? Wenn wir bestimmt noch irgendwie ein, zwei Sachen finden zum Erledigen. Ne? Also noch 12. Ja, noch 12 Steinchen, die uns fehlen. Ne? Wird doch bestimmt nur ein finden. Ne? Oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7. Aber nicht 13. So viele gibt es da nicht mehr. Boah. Home sweet Hof. So. Haha. Ja, Salut. So, warte mal hier. Hey, Sohn. Ihr habt nicht zufällig von der Aquamarin-Staffel gehört, oder? Ja, ich weiß. Der Name ist ziemlich peinlich, aber die Truppe ist neu und die besten Farben waren schon vergeben. Jedenfalls sind sie vor einer Weile auf eine Mission gegangen und sollten längst zurück sein. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Könntet ihr vielleicht mal nach ihnen sehen? Herzlichen Dank. Ja. Die Aquamarin-Staffel wurde nach Mos Eisley auf Tatooine geschickt, um Leute für die Allianz zu rekrutieren. Vielleicht sind sie beim Klinkenputzen auf Ärger gestoßen. Versucht herumzufragen, ob jemand, den sie aufgesucht haben, etwas weiß. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir am nächsten Mal. Ne? So, wenn ich den jetzt nicht markiere, dann wird der ja nicht angezeigt. Ne? Nö. Okay, ich wollte jetzt eigentlich hier weiter auf Hof. Ein bisschen rum cruisen, ne? Genau, wir wurden ja hier gerade so angegriffen und so. Vielleicht gibt es jetzt hier irgendwie mehrere neue Orte oder so, die geöffnet sind. Nö. Hey, yo. Warum ist das ausgerechnet heute passiert? Ich habe eine wichtige Nachricht aus der medizinischen Abteilung. Meine Ketten sind komplett am Boden festgefroren. Wehe mir. Was? Nun ja, ich nehme an, ich könnte euch bitten, einen Weg zu finden, mich aufzutauen. Aber wäre es nicht einfacher für alle Beteiligten, wenn ihr die Nachricht für mich überbringen würdet? Was? Das ist sehr gut, glaube ich, von euch. Ich meine, gutmütig. Hier ist das Datenprotokoll, das ihr mitnehmen müsst. Und Schreibwarenschwund. Schwund. Das können wir machen. Das ist derjenige, der auf die Nachricht wartet. Er marschiert sicherlich kreuz und quer durch den Schützpunkt. Die Füße selbst völlig vom Boden gelöst. Okay. Typ mit Clipboard, Brille und Stift. Alles klar. So, ey, yo. Wenn ihr den Typen mit dem Klemmbrett sucht, habt ihr ihn hiermit gefunden. Jedenfalls fast, denn ich bin das nicht. Aber er ist gleich da unten. Alles klar. Das sind nicht die Rebellen, die ihr sucht. Tja. Nur ein kleiner Jedi-Witz, habe ich gehört. Ich verstehe ihn nicht ganz. Genau deswegen würde das bei dir funktionieren. So, lass mich raten, du bist da, ne? Du bist so schwer zu erreichen. Bist du das? So ein Stift? Das ist kein Klemmbrett, also ich gedacht, dass ich da hochgehen kann. Ja, was ist denn? Eine Nachricht für mich. Nun, worum geht's? Ich weiß, ich habe gesagt, du kannst dir das Klemmbrett jeden zweiten Tag ausleihen. Aber meine Notizen waren noch drauf und ich brauche sie zurück, bevor ich diesen Kopf aus Versehen verkehrt herum aufsetze. Oh je. Das klingt aber sehr dringend. Dann gehe ich besser zurück zur Krankenstation. Danke sehr. Alles klar. Und da geht er. Und da geht er echt. Und da ist er weg. R5M2. Protokolldruine haben wir eigentlich fast alle, ne? Cool. So, warten denn noch, ne? Ich sehe ja schon ein paar neue Missionen. Ja. Fest. Könnt ihr uns helfen? Für diese Türen ist ein Passwort erforderlich. Das müsst ihr zuerst finden. Bitte. Wir haben da draußen heißen Kakao und er wird kalt. Nein, nicht der Kakao. Warte, ich trinke ihn, bevor er kalt. So, Passwort. Irgendwo
Irgendwo läuft hier gerade durch die Gegend mit so einem Speich. Passwort. Wo ist denn hier so ein Schlüsselding? Da oben ist ein. Was ist denn da? Hat so. Hat so. Warum? Noch weil ich Pilot war, nehme ich an. Hey Leute, ich habe noch eine Ankündigung. Ich hoffe, ihr seid bereit. Alle Piloten müssen ihre Triebwerke abstellen, wenn sie ihre X-Flügler verlassen. Denn ihr brennt neue Löcher in die Wände und lasst Wompas rein. Wunderbar. Gute Arbeit, Leute. Na, warte. Verwebe ich nur selber dann mit der Quest. Deswegen machen wir erstmal die. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Gib mir dein Wissen. Sicherheitstüren Westflügel. Jetzt schnell. Für den Kakao. Wir stecken fest. Könnt ihr uns helfen? Was ist denn das Ding? Ich sehe gerade, da ist irgendwo ein Eingang. Ja. Ich denke, das ist ein Fall für mich. So weg. So, meine Beine bitte. Problem. Das du von mir weg grad. Sicherheitstüren Westflügel. Voilà, ne? Haha. Ich dachte schon fast, dass ich da nie rauskommen würde. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Die Ironie schlägt zurück. Ich habe gerade erfahren, dass ein Wampa an der Basis gesehen wurde. In einem passwortgeschützten Raum gefangen zu sein, klingt da gar nicht mehr so übel. What? Och, wie wundervoll. Ach, wie wunderbar. Ayo. Oh, ich muss das sogar machen. Freiheit, ich danke euch vielmals. Es war so kalt da drin. Aber um ehrlich zu sein, hier draußen ist es nicht viel wärmer. Das Eis war so kalt, das stecht wie 1000 Nadeln. Okay, ich habe ja eigentlich nur so aus Spaß irgendwie gerettet, aber anscheinend gibt es irgendwie so einen Auftrag für die, ne? Rebellen auf Eis. Hier war ganz schön viel Steine. 4 Stücke. Der soll irgendwo ein Bumper sein. Ah. Was denn jetzt? Ich bin beschäftigt. Rein. An den Besitzer eines roten X-Flüglers. Was mit dir? Irgendwo ein Bumperknogel. Es klang nach besonderen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Wampaknogel. Er klang nicht besonders wütend, also dachte ich, dass es vielleicht nur auf den Kaffee war. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, jemand außer euch zu alarmieren, aber ihr seht nicht beunruhigt aus, also passt es. Ihr habt jemanden eingeparkt, der seine Kinder von der Orchette... What? Was denn jetzt? Ich bin beschäftigt. An den Besitzer eines roten X-Flüglers, könntet ihr bitte um... Sei ich der rote Schwadron? Roter X-Flüger? Oh nein. Ja, wir hatten schon wieder. Habt ihr schon mal auf einem Tonton gesessen? Nicht so ruhig wie ein Bantha oder so schnell wie ein Varaktyl, aber dank der Schuppen unter dem Fell sind sie perfekt an Kälte angepasst.
Alles klar, Schuppen helfen gegen Kälte. Right. Danke, dass ihr mir vorhin geholfen habt. Würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass die Wärme großzügig meine gefrorenen Ketten aufgetaut hat? Das ist einfach nur zu faul. Tut mir leid. Ja, ich mache ja schon Luke. Oh nein, das ist so schwer. Upsala. Oh nein, das ist so schwer. Da, könnt ihr mal aufhören, dieses Ding immer wieder zuzumachen? Ich denke mal, das was neu ist. Boah. Hier, du. Das muss ich halt noch finden, nehme ich an, ne? Na gut, aber das machen wir dann alles beim nächsten Mal, ne? Oder wir machen nächstes Mal wahrscheinlich bald. Der Roboter weiter. Alle Piloten müssen ihre Triebwerke abstellen, wenn sie ihre Innentriebwerke verlassen. Denn ihr brennt neue Löcher in. Ja! Ich danke euch vielmals. Es ist cool, Hilfe zu bekommen. Ja, ich verstehe. Dann soll ich noch die Dinger ja suchen, die rüberhin. Nee, ne? Schau ich doch nie im Leben. Noch rechtzeitig jedenfalls. Oder sieht aus, als könnte man da rein. Na gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge, ne? Hopp, ist auch einer drin. Hey. Aqua? Mein Kumpel hat mich buchstäblich aufs Glatteis geführt. Das sollte ich ihm doppelt heimzahlen. Oder mir gleich einen neuen Kumpel suchen. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Nächstes Mal machen wir weiter und suchen Jedi-Meister Yoda, ne? Weil das wohl ist. Boah. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, da ist schon wieder ein neuer, glaube ich, ne? Ne? Schade. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Den Kanal voll weiterhelfen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.